Bei mir ist Marco von den Los Bibos. Da sagen sich die Zuschauer bei YouTube, Los Bibos. Ich sag das mal, wie es bei euch auf der Webseite steht oder auf eurer Seite, da steht entstanden, oder zumindest steht das da so, ist es so, dass irgendjemand mal gesagt, was sind das denn für Vögel? Genau. Und da habt ihr gesagt, ja, dann nennen wir uns halt die Los Bibos. Genau. Bibo aus der Sesamstraße, den kenne ich. Hat das da was mit zu tun? Nee, hat eigentlich gar keinen Sinn. Das war eigentlich, wie gesagt, im Hotel drin gewesen damals. Und es war ein Animateur, der nicht unbedingt seine beste Leistung abgebracht hat. Und dann haben wir im Hintergrund halt ein paar Witze erzählt. Und dann hat sich jemand rumgedreht, hat gefragt, wer seid ihr überhaupt? Und dann habe ich gesagt, was, du kennst uns nicht, wir sind die Los Bibos. Da sind wir 2014 entstanden. Und der Name war eigentlich einfach nur aus einer Laune raus. Also bis jetzt haben wir noch nicht irgendwo gefunden, dass das Ding einen Sinn hat. Ja. Also ihr seid regelmäßig auf Mallorca, macht hier Urlaub. Ja. Was macht ihr sonst? Ist es jetzt so ein Vatertagsurlaub? Der steht ja jetzt ganz kurz davor. Jetzt im Moment ist ein Vatertagsurlaub, ja. Aber wir sind eigentlich grundsätzlich einmal im Jahr hier, mindestens auch teilweise mit der Familie. Jetzt diesmal ohne Familie, weil es ein Vatertagausflug ist. Und ja, und haben dann irgendwann mal letztes Jahr haben wir die Hausbesetzung oder das Weiterleben hier mitbekommen. Da sind wir hochgefahren und haben gesagt, Mensch, wir wollen uns das mal anschauen. Hat uns sehr gut gefallen, was die machen. Also wir finden ja überhaupt nichts Verwerfliches dran, im Gegenteil. Also wir finden es super, dass hier irgendwo Wohnraum erhaltend das Ganze auf dem Damm gehalten wird. Und deswegen sind wir eigentlich hergefahren und wollten jetzt einfach nochmal die Steffi und Bauri und so besuchen. Ja, und einfach ein paar nette Stunden haben. Ja. Jetzt ist das Ganze ja ziemlich belebt. Das Ganze ist jetzt ja auch ein Jahr ungefähr am Start. Was aber mir auffällt, oder wenn man jetzt nach Mallorca schaut oder die Última Hora, also die spanische Zeitung liest, die schreiben also, dass immer mehr Deutsche auch einfach so dahergehen und einfach Häuser besetzen, die sogar im Eigentum sind. Das ist jetzt hier zwar nicht so, aber bekommt ihr das mit? Seht ihr da einen Vergleich? Nee, eigentlich nicht. Also wir waren, wie gesagt, hier das erste Mal. Ist für uns auch Neuland, weil wir jetzt heute eigentlich erst zum dritten Mal hier nur sind. Ich kann jetzt nur sagen, das, was hier passiert, es wird ja niemand was weggenommen. Es wird also, im Gegenteil, es wird Wohnraum erhalten. Und von daher finden wir das einfach super. Wie das jetzt verläuft, ob da jetzt irgendwelche Fincas besetzt werden, die noch in Eigentum sind, wissen wir gar nicht. Also will ich mich auch gar nicht dazu äußern, ob das jetzt so konform ist oder nicht. Ich sage nur hier, das, was wir hier beurteilen können, das ist für uns eine ganz tolle Sache, was die hier machen. Was unterscheidet sich da? Also von den, ich sag mal, illegalen Hausbesetzungen, die gibt es ja leider doch auch. Und Bauchi wird ja immer wieder damit in einen Topf geworfen. Er sagt zwar selber, ich bin jetzt kein Hausbesetzer, sondern ich belebe das hier. Und wenn jemand sagt, das ist meins, dann gehe ich auch sehr gerne wieder. Ja gut, im Zweifel ist immer für der Angeklagte. Also es ist einfach so, dass im Moment ist so hier kein Eigentumanspruch da, so wie wir das wissen, wobei wir hier wirklich nur Randfiguren sind. Und solange wie das hier so ist, dass niemand wirklich was weggenommen wird oder was zerstört wird oder irgendwo missbraucht wird, dann ist es für uns völlig in Ordnung und völlig legitim. Müsste eigentlich noch viel mehr hergeben. Es gibt Leerstand, es gibt Wohnungsnot und gerade auch durch den Tourismus ist es so, dass die Mietpreise in den letzten Jahren explodiert sind, kaum noch zahlbar sind, die Löhne und Gehälter sind nicht gestiegen, aber der Mietzins steigt regelmäßig von Jahr zu Jahr um 4,1%. Da ist eine Steigerung da, aber bei den Verdienstmöglichkeiten nicht. Dass dann Häuser besetzt werden, kann dann vorkommen. Seht ihr da irgendwie eine Alternative, wo sagt, da kann man was machen? Und sagt, nee, wir sind eigentlich nur hier, um das Ganze mal so ein bisschen zu beobachten? Ja, also im Moment ist es schon noch so, dass wir mal da sind, um das einfach mal kennenzulernen. Das ist ganz klar. Also noch 2-3 Besuche kann man sich hier kein Urteil erlauben. Das ist ganz klar. Wir waren auch nie über einen längeren Zeitraum hier, sondern immer mal so für ein paar Stunden. Ich kann heute verstehen, wenn die Leute nicht mehr das Geld aufbringen können, für Miete zu bezahlen oder für einen Unterhalt zu bezahlen, kann ich verstehen. Und in dem Fall, wer ist das hier eine tolle Alternative? Also es ist eigentlich eine sehr, sehr gute Alternative. Und ich kann ja nochmal sagen, solange wie sie niemand irgendwas wehtun oder irgendwas wegnehmen, ist das also völlig in Ordnung. Können wir völlig nachvollziehen. Es ist so, ihr macht das ja aus so einer Laune heraus, trefft euch in einer Gruppe regelmäßig zusammen. Ja. Aber wenn man dann hört, Los Bibos, man sieht jetzt den Sombrero auf dem Totenkopf, das sind jetzt die bösen Rocker, die jetzt alles illegal machen. Um Gottes Willen. Wer seid ihr? Wir sind eigentlich eine sehr, sehr lange Freundschaft unter Männern. Also wir haben uns eigentlich im Kindesalter kennengelernt über einen gemeinsamen Sport, über Fußball.
Haben dann jahrzehntelang eigentlich mitbekommen, wie die ersten Kinder von uns auf die Welt gekommen sind, heute schon teilweise erwachsen sind. Und diese Freundschaft ist eigentlich über Jahre oder über Jahrzehnte nie zerbrochen. Und das ist eigentlich das, was uns ausmacht, wo ich einfach sage, Mensch, das gibt es ganz, ganz selten im Leben. Und das sollte man eigentlich so lange, wie es geht, aufrechterhalten. Mhm. Und ja, wir machen dann so 2-3 Events im Jahr. Es ist zweimal bei uns, oder es ist eigentlich 3-mal bei uns in Deutschland, wo wir so einmal im Jahr große Party machen. Das ist immer am letzten Wochenende Mai, war jetzt gerade letzte Woche. Und haben dann noch so 2 Ausschankstellen, wo wir einfach auch ein paar Euro einnehmen. Aber diese Euros, die tun wir eigentlich ja, mehr oder weniger immer für einen guten Zweck ausgeben, dass wir einfach sagen, letztes Jahr haben wir für einen Fußballverein, für die Jugend, haben wir so Warmlauf-T-Shirts gemacht und sowas. Und das ist eigentlich so unser Ding. Also uns geht es ja nicht ums Geld verdienen oder schon irgendwas, sondern einfach Spaß haben, die Freundschaft aufrechterhalten. Und wie mein Kollege Chris gesagt hat, die Ü50-Generation Rollator freihalten. Das ist so unser Credo. Die Ü50-Rollator. Genau. Freiheit. Ja. Es ist, denke ich mal, eine gute Idee. Ihr seid heute hier. Ihr habt Steffi Eiswürfel mitgebracht, ja, habe ich gehört. Ja. Was passiert damit? Mit Steffi stehe ich im regen Kontakt über WhatsApp. Da ist gerade kein Schrenzen zukommen, Steffi. Hi. Also Hi. Wir sind im regen Kontakt über WhatsApp und Steffi hat uns gestern oder vorgestern kurz angeschrieben, dass ein Pferd verletzt ist oder dass ein Pferd irgendwo ein bisschen... Ja, also die, ich bin jetzt kein Pferdeprofi, aber die Kleine, die Ruby, die Mutter von der Schiripa, die hat Hufrehe und das wird gerade tierärztlich begleitet und vom Hufschmied und von 2 Pferdeprofis von außen, die mir gewisse Dinge beibringen und ja, meine Aufgabe ist es, alle 2 Tage die Hufe für 5 Minuten in einem Eiswasserbad zu baden, damit die Entzündung rausgeht. Wenn ihr solche Notrufe hört, sagt ihr dann selbstverständlich oder ja, hinterfragt ihr das sofort? Nee. Warum soll man das hinterfragen? Also es ist ja für uns kein Thema, wenn wir sowieso hierher fahren, irgendwo im Supermarkt anzuhalten und 2-3 Beutel Eis zu holen für das Tier. Das ist ja kein Umstand. Also das ist absolut kein Umstand. Wir haben, ich glaube, es gibt keine Insel, wo es so schlimm ist auf Mallorca, wenn es was um Tierschutz geht. Es ist immer gleich so, dass eine Story darum gemacht wird. Hier ist es besonders schlimm, weil das ist eben halt ein Gelände, wo Boris Becker mal gewohnt hat, was sie mal gehört hat. Da wollen sich viele Vereine mit rühmen und sagen, also wir holen oder retten dort jetzt und je mehr Schlagzeile das bringt, desto besser ist das. Und am liebsten dann die Pferde wegholen, damit man sie, ich sag mal, zu einem höchstmöglichen Preis verkaufen kann. Das ist Tierschutz auf Mallorca oder es ist nicht bei allen so, aber ich sag mal, wenn es bei 20% so ist, ist es schon zu viel, kommt immer wieder vor und die 20%, die lauthals schreien, kommentieren auch ja auch immer solche Videos und sagen, also nee, das muss weg. Ja. Also wie gesagt, ins Tierschutz sind wir jetzt weit weg. Natürlich sind wir alle tierlieb und Tierschützer, ist ganz klar, aber es war uns einfach nur ein Gefallen, wo die Steffi einfach gesagt hat, Mensch, man bräuchte ein bisschen Eis für das Pferd und ja, wie gesagt, es tut uns nicht weh und haben halt ein bisschen Eis geholt. Und wenn es dem Tier gut geht, ist alles in Ordnung. Da fühlt sich Steffi wohl und mir dann auch. Und das Pferdchen auf jeden Fall auch, ja. Genau. Steffi, wir werden euch begleiten. Wir gucken uns das Ganze gerne mal an. Ja. Und wie immer, wer mag, darf dann auch kommentieren. Und wenn ich ein Interview mache, sage ich es immer so zum Schluss, der hat die Frage nicht gestellt, aber ich würde es gerne noch sagen. An der Stelle bin ich jetzt im Interview. Fällt dir was ein, wo du sagst, das müsste ich nochmal erklären oder zu uns erklären? Oder? Nee, eigentlich im Moment gar nicht. Ich muss einfach nur sagen, wenn irgendwelche Fans oder YouTuber hier draußen sind, unterstützt die Finger, unterstützt die Los Bibos. Geht auf unsere Homepage www.losbibos.com. Schaut euch das Ganze mal an. Also das, was wir machen, das machen wir nicht irgendwo, um eine eigene goldene Nase zu verdienen, sondern einfach, ja, um einfach, ein guter Zweck ist jetzt vielleicht zu viel, aber einfach um Leute behilflich zu sein, die einfach ein bisschen anders sind wie die anderen. Das ist auch unser Slogan ist. Normal sind schon die anderen. Vielen Dank an der Stelle. Bitteschön.